Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ihr wünscht euch ja immer wieder mal Entspannungsvideos von mir. Und wenn ich in einer entsprechenden Kulisse bin, so wie hier auf fast 2000 Höhenmetern, dann denke ich mir, mache ich ein Video für euch zum Entspannen, ein neues Video. Ein authentisches, aus dem Alltag heraus. Kein aufgesetztes, gefaktes mit irgendwelchen salbungsvollen Worten. So wirklich aus dem Augenblick heraus ein kleiner Rundgang hier mit mir, das nasse Gras. Ja, nass. Ich nehme dich nicht Huckepack als Psychotherapeutin, sage ich immer, und du musst selber laufen. Deine Psychotherapeutin kann, die soll dich auch gar nicht Huckepack nehmen. Du kannst das selber. Schau mal, stell dir vor, deine Last ist so ein Rucksack, ja? Und den trägst du schon die ganze Zeit durchs Leben und diese Last besteht aus dem, was dir in der Kindheit so eingeredet wurde über dich selbst. Dass du zu nichts taugst, dass du nur was wert bist, wenn du arbeitest. Dass du dir deinen Wert nur durch Leistung verdienen kannst, so wie dieser kleine Maxl, der dir die ganze Zeit Holz fahren muss, ja. Ich glaube, diese Schubkarre ist ganz gut, wenn du einfach da lässt bzw. aussortierst. Was von den Holzscheiten kannst du denn aussortieren? Welche Last der Vergangenheit möchtest du denn nicht mehr mit dir mitschleppen, vor dir herschieben oder als Rucksack am Rücken schleppen? Und so natürlich belastet durchs Leben gehen. Schau mal, es reicht, wenn du Haltung bewahrst und das eine oder andere Holzscheit balancierst. Also ist auch gar nicht notwendig, die ganze Zeit gedrückt zu sein. Ne? Wir können das auch aussortieren. Und dann bist du endlich mal frei und hast einen Überblick, was da überhaupt ist. Und Psychotherapie bedeutet, dass du das aussortierst, dass du sagst, okay, dieses Holzscheit, das kommt aus meiner frühen Kindheit. Da hieß es schon immer, sei still, du störst, sei ruhig, geh weg, lass mich in Ruhe, gib Ruhe. Das ist ein Holzscheit, das kann man vielleicht aussortieren, ne? Das brauchst du gar nicht mehr. Dann das nächste Holzscheit ist vielleicht in deiner Schulzeit gewesen, als du dort nicht gut behandelt wurdest und gemobbt wurdest und dich immer als Außenseiterin oder Außenseiter gefühlt hast. Auch das geben wir jetzt weg. Ne? Brauchst du nicht mehr. Dann bleibt schon weniger in der Schubkarre, die du vor dir herschiebst und die dir ja eigentlich im Weg ist. Stell dir das mal so vor. Dann, was ist denn dieses Holzscheit? Dieses Holzscheit könnte dafür stehen, für den Schulwechsel, wo eine Freundin dich verlassen hat, auf die du gezählt hast, oder ein Freund. Auch weg, dieses Gefühl des Verlassenseins. Das musst du doch nicht mehr mit dir mitschleppen, heute und hier. Was könnte dieses Holzscheit sein? Vielleicht die erste Liebe, die enttäuscht wurde. Weg damit. Und dieses Holzscheit, was könnte das hier sein? Sag schon. Das bist jetzt du, zumindest in dieser Simulation hier. Was könnte dieses Holzscheit sein? Überleg's dir wirklich. Entspann dich dabei. Du kannst auch während des Entspannens was voranbringen und dir erstmal klar machen, was du an unnötigen Lasten vor dir herschiebst oder auf deinem Rücken Lasten hast, dich niederdrücken hast. Also das kann was sein. Ich sag dir jetzt nichts mehr vor. Das kannst du dir selber im Geiste denken. Schau das Video nochmal in Ruhe an und überleg, was dieses Holzscheit ist. Weg damit. Dieses Holzscheit. Weg damit. Dieses Holzscheit. Weg. Dieses Holzscheit. Weg. Dieses Holzscheit. Weg. Ist schon viel weniger drin. Ja, und alles kann man natürlich nicht auslernen. Gewisse Dinge werden einen immer belasten. Aber das ist auch okay, ein bisschen was kann man ja vor sich herschieben. Man muss ja nicht freihändig tanzen, aber auch das kann sein, dass du das mal ganz wegschiebst, ja? Ich weiß jetzt nicht, wie ich dir das erklären soll. Das Leben ist wie so ein rundes Ding, wo du aus dem Fenster schaust und einen bestimmten Ausblick hast. Ja, genau. Und wenn du nach dieser Seite rausziehst, dann guckst du hier hin. In dem Fall auf dieses Hütchen mit dem Häschen drin, ne? Kinderspielhütchen. Und wenn du in demselben Ding in deinem Leben drinne bist und bei der anderen Seite rausguckst, hier bei diesem Fenster, siehst du ganz was anderes. Nämlich hast du diesen Ausblick.
Und wenn du aber hier rausziehst, hier gibt es ja noch ein Fensterchen, hast du diesen Ausblick. Was dieses Loch da unten bedeutet, who knows, ich denke mal, dass man da irgendwie unten reinschlüpfen kann. Ne? Das wird wohl auch für Kinder sein. Für das innere Kind. Schau mal, wie viel du jetzt ausgeladen hast von deinen Belastungen. So schnell kann es gehen, wenn du dir bewusst machst, was du überhaupt aussortieren willst. Ist es eigentlich wie bei der KonMari-Methode? Die kennst du ja vielleicht. Das ist eine Methode von Marie Kondo. Marie Kondo ist eine Japanerin, die hat diese Aufräum-, diese Ordnungsmethode entwickelt, von der ich übrigens sehr viel halte und wo ich mal in einer Radiosendung darüber gesprochen habe, als es ums Messitum ging, wie man sich denn von Dingen lösen kann. Denn viele Menschen tun sich ja schwer, Dinge loszulassen, weil sie damit, du wirst mich jetzt fragen, wie kommst du denn überhaupt dazu, ein Messi zu werden? Viele Menschen haben ein Problem damit, Dinge loszulassen, weil sie eine innere Leere haben und dieser Besitz, auch wenn es ein nutzloser Besitz ist, ist für sie Ersatz für das nicht spürbare, nicht erlebbare Innenleben, für die mangelnden, fehlenden Beziehungen und Kontakte und die mangelnde und fehlende Selbstfürsorge und Geborgenheit im Dasein. Das wird kompensiert, indem man Dinge einfach um sich versammelt, die auch Historie bedeuten, nämlich das habe ich gestern gegessen, das vorgestern und so weiter. Ja, und im Zuge dieses Messitums im Rundfunk habe ich eben die KonMari-Methode besprochen damals. Und ja, da heißt es ja immer, nimm deinen Besitz, also zum Beispiel deine Kleidung, Stück für Stück. Zuerst musst du alles vor dir ausbreiten und dann nimmst du es Stück für Stück, eins nach dem anderen in die Hand und fragst dich ganz ehrlich selbst, ob dich das glücklich macht, ob du dich wohlfühlst mit dem Ding in der Hand, und sonst verabschiedest du dich feierlich davon. So in die Richtung geht das, und so ähnlich, aber nicht gleich, würde ich dir raten, dich von deinen Lasten, die du immer schon mitschleppst, Stück für Stück feierlich und achtsam und respektvoll zu verabschieden, denn es ist ja nicht so, dass das alles Müll ist. Du kannst ja aus diesen Holzscheiten auch was schnitzen, ja? Das ist ja das Schöne dran, aus so einem Holzscheit, aus so einer Belastung kann man was machen. Ehrlich, ist so. Jetzt fragst du mich, was soll ich aus einem Trauma der Kindheit machen? Naja, du kannst daraus das Bewusstsein schaffen, es anders zu machen. Ab jetzt anders. Ab da, wo es dir bewusst geworden ist. Zum Beispiel deine Kinder anders aufwachsen zu lassen, als du das erlebt hast. Mit Wertschätzung, mit Respekt vor den Grenzen, mit Achtsamkeit, ne? Dann kannst du eigentlich dieses Holzscheit, das verwandelt wurde, in eine Ressource, von einer Last in eine Ressource, hier wieder schön einschlichten. Ne? Dann kannst du deine eigene Ordnung hier bilden. Dann kannst du sozusagen Ordnung machen. Dann sind diese Lasten keine Lasten mehr, sondern das sind dann Ressourcen, Fähigkeiten, Quellen deiner Energie. Du kannst einen Beruf ergreifen, der das, was du erlitten und an Schlimmen erlebt hast, positiv zu einer Erfahrungsquelle macht. Das heißt jetzt nicht, dass es dadurch schöner wird, wie es gewesen war, aber du kannst jetzt, im Jetzt und Hier, etwas anderes draus machen. Ich hoffe, dass das verständlich ist, und schreib gerne in die Kommentare deine Fragen. Siehst du, jetzt ist eine andere Ordnung und dieser Maxl da, also du, kannst das jetzt wohin fahren und was draus schnitzen, ne? Jetzt im übertragenen Sinn gesprochen, nicht, dass du denkst, ich glaube wirklich, dass du aus deinen Erfahrungen was schnitzen kannst. Ich meine nur, es kann so eine Metamorphose sein und damit aus so einem belastenden Holzscheit plötzlich ein Quell der Energie. Dann kommt da Seewasser raus. Komisch, wie geht das? Das ist ein Schlauch, ne? Nicht, dass ich da was anrichte. Hm. Okay. Oder du schnitzt so eine schöne Eule draus. Also deine Weisheit, deine Erfahrungsweisheit, dein Erfahrungswissen entsteht aus dem Leid der Vergangenheit. Das muss ja nicht gleich alles so rausquellen und sprudeln. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man das anmacht. Ist ja auch egal. Hm? Ist das der Hebel? Nee.
Schön wär's. So, Scherz am Rande. So, siehst du das? Diese wunderbaren Latschenkiefer hier auf der Höhe. Und letztendlich kommt alles in Ordnung. Alles bleibt da und du kannst damit den Funken deiner Gegenwart und Zukunft entzünden, kannst darauf Platz nehmen, was dich früher niedergedrückt hat, wenn du es in eine neue Ordnung bringst. Diese Holzscheite, die dich so belastet haben. Ja, du kannst daraus echt ein schönes Feuer machen, an dem du dich wärmen kannst, dass nicht alles niederbrennt, sondern dass schön eingekreist ist und in Sicherheit wirklich nur Wärme und Geborgenheit gibt, ne? Wir machen jetzt hier kein Feuer an. Du kannst dich ausruhen von deiner Vergangenheit. Du musst nicht immer diese Last vor dir herkarren oder ungeordnet auf dem Buckel spüren. Und wie gesagt, ein Psychotherapeut kann dich ja nicht Huckepack nehmen. Ein Psychotherapeut kann dich nur motivieren, so wie ich es jetzt gerade versuche, mit diesem Motivations- und Entspannungsvideo, denn du sollst dich ruhig dabei entspannen, während ich dich motiviere. Motivation und Entspannung sind in dem Fall eins. Das Rad der Zeit dreht sich ohnehin weiter und es ist an dir, aus Belastungen Ressourcen, also Quellen deiner Energie und Fähigkeiten zu machen. Nicht, dass du denkst, dass ich glaube, dass das so easy cheesy ist, nur weil ich dieses Video mache, dass du das sofort umgesetzt kriegst. Aber wenn du diese Perspektive hast, wenn du von mir jetzt gehört hast, dass das geht, dann hast du doch schon die Initialzündung zu deiner Metamorphose, zu deiner Verwandlung. Vom Opfermenschen, wie ich es in meinen Büchern immer nenne, zum alpinen Gipfelstürmer oder Gipfelstürmerin. Aber bitte in deinem Rhythmus. Nicht zu schnell. Ja, und die Wolken sind düster, weil die Gedanken sind ja die Wolken, die am Himmel sind. Aber das Schöne daran, sie verziehen sich von ganz allein. Auch wenn du weiterhin düstere Gedanken hast. Einfach, weil du mit dieser Last nichts Gutes verbindest. Sondern nur Flashbacks, Panikattacken, Belastungen eben. Leid, Trigger, deine Symptome. Dann ist das ganz normal. Aber schau mal, ist man weiter weg von seinem eigenen Leid, sieht man es ganz anders und sieht es eigentlich ganz schön aus. Ne? Der weiß schon, wo es lang geht mit seiner Schubkarre. Genauso glaube ich, dass du, wenn du dich getraust, gar niemand brauchst, der dich Huckepack nimmt, sondern selbst deinen Weg findest. Aber wichtig ist, eine Neuordnung des früheren Chaos anzustreben und auch umzusetzen. Was hältst du davon? Bin gespannt, was du davon hältst. Schreib es doch gerne in die Kommentare. Ja, und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und viele steile Ausblicke mit Bauchatmung. Um einatmen wölbt sich die Bauchdecke nach außen. Vergiss das bitte nicht. Dann machst du es ganz richtig und beim Ausatmen senkt sich die Bauchdecke nach innen. Der Atem fließt von ganz allein. Die Gedanken sind wie Wolken, die am Himmel sind und verziehen sich von ganz allein. Manchmal kommt was Überraschendes und Ungeahntes. Lass dich davon nicht stören und irritieren. Auch das verzieht sich oft von ganz allein wieder ohne dein Zutun. Psychotherapie ist leider keine Seilbahnfahrt. Aber es ist doch viel schöner, aus eigener Kraft zum Gipfel zu kommen. Das wird nicht der letzte Gipfel sein. Tschüss, bis gleich.